Hallihallo, Minecraft-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 2. Heute kommt eine etwas unabhängige Folge, also erstmal möchte ich zeigen, was wir alles gemacht haben in diesem Zeitraffer. Also einmal haben wir hier natürlich diesen richtig riesig fetten ME-Kern gebaut. Dann habe ich hier offline noch ein paar von den zweitbesten Energy Storage Cells gebaut. Die können 20 Millionen RF pro Tick speichern. 20 Millionen RF speichern. Und darüber sind überall Solarpanels Level 3. Und diese Solarpanels bepowern einmal das ME am Tag, dass das hier immer voll ist. Dass hier nur RF steht, 0 Kilo RF steht, ist nur ein Bug. Das ist eigentlich voll. Und dann haben wir hier diese Solarzellen, die sich langsam aufladen hier. Die laden sich alle am Tag voll auf. Und in der Nacht geben die dann die gespeicherte Energie langsam wieder ab, wenn diese Solarzellen keine Energie mehr produzieren. Ansonsten ist hier drüben eine richtig fette Autocrafting-Maschine und hier ebenfalls. Und das heißt, wir können hier zum Beispiel mal, warte, ich gucke jetzt mal, was im Addosmeter gerade gemacht wird. Lol. Was auch immer da gerade gemacht wird, keine Ahnung. Kann sein, dass es sich irgendwie aufgehangen hat. Keine Ahnung. Naja, machen wir was anderes. Und zwar, einmal können wir Solarpanels bis Solarpanel Level 4 autocraften. Das Problem ist, dazu fehlt uns momentan das Copper. Wir haben gerade kein Copper. Und darum gucke ich mal, ob ich die Energy Cables machen kann. Die habe ich zum Autocraften gemacht. Und da funktioniert es auch so. Also hier kommen dann die ganzen Materialien rein. Das wird dann alles durchgeschmolzen und hier drüben sieht man dann, was zu craften ist, wie viel davon man schon hat und was noch benötigt wird. Und jetzt sieht man hier, sind drei von den Vibranium Alloys da gewesen. Das heißt, wir haben jetzt drei von den Energy Condens bekommen und so sind da sehr viele Crafting-Rezepte für alles Mögliche da. Ich guck mal, ob ich so einen... Warte, was war das? Ein... Printed Calculation Prozessor craften kann. Ja, genau, das heißt, wir sagen hier Calculation Prozessor hier. Sagen wir mal 10 Stück. Next. Start. Genau, und jetzt sollte es nicht lange dauern. Und dann sollten hier bereits die ersten ankommen. Genau, da kommen auch schon die ersten an. Und ja, ansonsten hier drüben haben wir noch ein bisschen was später gemacht, und zwar hier mit Harvester und Planter haben wir hier eine kleine Ender-Perlenfarm gemacht mit einer Ender-Lily-Seeds. Das sieht nice aus. Außerdem wird hier gerade eine Plattform gebaut. Mehr dazu nochmal in der nächsten Folge, denn diese Folge wird ein bisschen unabhängiger. Ich habe vor, den Ender-Drachen zu besiegen. Und dazu gibt es einen Kuchen, weil wir uns kein Portal leisten können. Das ist der Ender-Cake. Ich gucke jetzt mal, was ich dazu alles brauche. Ich brauche dazu noch Kuchen. Und dazu brauche ich Milch. Okay, das heißt, ich gucke mal, ob ich noch Cow-Essence habe. Cow-Essence, nein. Dann sollte die Cow-Essence hier unten sein. Cow-Seeds. Bitte sag mir, dass wir noch Cow-Essence haben. Nope, wir haben keine mehr. Na super. Das heißt, ich muss mir... Ach, doch, da sind noch die Cow-Essenzen. So, das heißt... wie ging das? Ich glaube, das ging so. Ja, genau. Das heißt, wir brauchen jetzt... Unser Eder mit Lost. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 davon. So, und jetzt nochmal... Cake. Zack, zack. Ein Kuchen. Ah, verdammt. Da fehlt mir doch noch eine Milch. Zweiter Kuchen. Rein ins ME. Und da haben wir jetzt den Endercake. Und jetzt brauchen wir noch Enderaugen, um den aufzufüllen. Und den platziere ich mal nach hier. Hier habe ich so eine kleine Maschinenreihe gemacht. Und dann platziere ich ihn erstmal nach hier. Auffüllen mit Enderaugen. Lol, eine zu viel. Kann ich werfen? Nee.
So, da oben ist schon wieder ein Creeper gespawnt, weil er nicht ordentlich ausgeleuchtet ist. Und dann tue ich einfach mal so ein paar Sachen, die ich gerade nicht brauche, rein in das ME. Brauche ich gerade alles nicht, nämlich genau nur das damit. Und dann gehen wir ins Ende, obwohl ich hole mir nochmal ein bisschen bessere Ausrüstung. So Goldäpfelmäßig was. Mein Bogen und so weiter. Und wir sehen uns dann gleich im Ende. Hallo? So. Und da sind wir auch schon im Ende. Ich habe ein Stück gegessen. Und da bin ich jetzt. Kleine Plattform hier. Mitten im Ende. Und das ist auch ein LOL, als ob das auch Skyblock ist. Cool. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz meine Sichtweite ein bisschen höher stellen. Ah, und da ist auch schon der Enderdrache. Sehr schön. Ich fliege ihm mal kurz ein bisschen hinterher. Ich will nur mal gucken, wie viel Schaden ich mit dem Cleaver mache. Ja, als ob ich den halt 2-hitte. Nicht 2-hitte, aber 3-hitte. Ja, easy, Enderdrache. Ich muss diese Kristalle nicht zerstören. Aber doch, ich mach's trotzdem. Nur für den Enderdrachen zerstöre ich sie. Damit wir auch einen fairen Fight haben. Ja. So, kaputt. Hey, der Enderdrache ist halt so easy. Und ich bekomme halt auch 0 Damage. Na, habe ich getroffen? Ja, es kam nur keine Partikel. Ha, beide. So macht das Spaß. Warum kann man nicht so den Enderdrachen auch in Vanilla killen? So. Auch kaputt. Oh, lol. Der hat mich weggenockt. Ich habe daneben geschossen. Nein, ein Pfeil verschwendet. Okay, da ist er jetzt. Jetzt sollte hier nirgends mehr was sein. Hier spawnen jetzt sau viele Endermänner. Das finde ich cool. Ich kann ja mal so ein paar wegschnitzeln, noch bevor wir den Enderdrachen killen. Ich meine, der ist jetzt ja wirklich easy. Ah ja, die springen halt auch einfach ins Void. Also hier Enderman-Probleme, Enderperlen-Probleme nicht mehr. Lol, wie ich halt in den Block festgebackt bin. Gut, dann gönne ich mir jetzt mal einen Goldapfel, weil ich Hunger habe, nicht weil ich keine Leben mehr habe. Die brauche ich eigentlich gerade nicht. Und da ist der Enderdrache. Und der ist dann nicht mehr lange. Den töte ich jetzt. Habe ich den irgendwie nicht richtig getroffen? Vorhin habe ich... Oh lol, hier sind noch Kristalle. Alles klar. Wie... Alles klar. Wie ich den halt einfach gekillt habe. Ich habe ihm halt fast die Hälfte der Leben mit meinem Cleaver abgezogen und jetzt warte ich, dass dieses coole Herz droppt. Denn das ist super wertvoll. Das ist das erste Item von Draconic Evolution. Und wenn das droppt und ins Void fällt, gell, ich raste so aus. Das muss jetzt droppen und ich muss es einsammeln, ansonsten... Das sieht so mega cool aus. Vielleicht hätte ich hier eine Plattform bauen sollen. Ich glaube, das hätte ich. Passiert da jetzt noch was? Oder dreht sich das jetzt für immer und ewig hier so weiter? Oh, stimmt. Hier unten ist jetzt auch das Endportal. Ich gönne mir mal noch die Level. Jetzt müsste das langsam mal was machen. Ha! Jetzt bin ich in das Dings reingesprungen. Aber kein Problem, ich habe das Herz. Yes, ich habe das Herz. Das ist ein Enderdrachenherz, ja. Und geh dann jetzt gleich nochmal ins Ende. Hier. Nam nam nam. Hol mir das Drachenei. Oh verdammt, ich habe keinen Pisten mitgenommen. Oh. Ja, warum nicht? So. Und geh das Drachenei safen, denn das brauche ich noch. Wie viele Teile hier einfach sind? Hey, könnte ich mir Bedrock stealen. Einfach so, mops. Und dann ist es da.
Ich hab's kaputt gemacht. Hihihi. Ich hab das Enderdrachenei zerstört. Bin ich nicht genial? Jetzt muss ich mir Sorgen machen, wie ich bin. Wie ich einen neuen Enderdrachen beschwöre. Cool. Finde ich gut. War zum Glück nicht einfach so in der Quest, dass ich das... Och man, wie kann man nur so blöd sein und das Enderdrachenei einfach zerstören? Ach man. Das war so richtig fail. Ich würde mich eigentlich mega ärgern, wenn ich nicht zum Glück noch so ein Dragon Eye gezogen habe aus einem Lucky Block, aber ach Mann, wie groß kann so ein Fail denn werden, bitteschön? Oh, ein Enderdrachen Eye Hit. Oh, jetzt ist es kaputt. Mist. Das ist sowas, was halt nur mir passieren kann. Ist halt wirklich so. Ach Mann, wie habe ich das zerstört gekriegt? Ist doch nicht möglich. Boah. Ja gut, dann würde ich sagen, beende ich einfach mal die Folge an der Stelle. Wir haben den Enderdrachen besiegt. War jetzt nicht so schwer, wie ich dachte. War ziemlich easy. Ja, in der nächsten Folge seht ihr dann, was zum Thema Felderbau hier unten, wie das gemacht ist, erkläre ich dann nochmal. Vielleicht auch nochmal dieses System zeigen und das, was dann hier entsteht. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.